Kanal 7, wir informieren zeitnah und aktuell. Hier ist Kanal 7 mit den aktuellsten News. Mit Patrick Braun und Daphne Bahr. Ich grüße Sie. Vergangene Nacht gab es eine Sonneneruption, bei der derzeitigen Geschwindigkeit, mit der sie auf uns zukommt, wird sie uns in etwa 2 Tagen treffen. Nach jetzigen Berechnungen wird unser Planet für uns sehr ungünstig stehen. Wir werden dann genau der Sonneneruption zugewandt sein. Was bedeutet dies für uns? Dass wir kurzzeitig Störungen im Magnetfeld haben werden und unsere Elektronik für 1 bis 2 Tage nicht mehr zuverlässig funktioniert. Aus diesem Grund hat unsere Regierung beschlossen, dass am kommenden Dienstag alle zu Hause bleiben sollen. Diese Maßnahme ist zu unserem Schutz gedacht. Sobald wir Näheres wissen, berichten wir umgehend darüber. Soeben wurde bekannt, dass der Geologieprofessor Henry Wunderlich seit über einer Woche spurlos verschwunden ist. Sie sehen hier Archivaufnahmen von Professor Wunderlich. Das letzte Mal wurde Professor Wunderlich bei einer Vorlesung zum Thema innerer Strom gesehen. Professor Wunderlich vertritt die Ansicht, dass es im Inneren des Planeten einen großen sauberen Fluss geben muss. Sollten Sie irgendwelche Informationen besitzen, die zum Auffinden von Professor Wunderlich führen, rufen Sie bitte die unten eingeblendete Voice-Nummer an. Sie erreichen uns auch über das WaveNet, Kanal 7. Es ist für Henry absolut untypisch, dass er alleine geht. Irgendetwas muss vorgefallen sein, was ihn zum Alleingang veranlasst hat. Habt ihr beiden eine Ahnung, was das sein könnte? Er hat vage Andeutungen gemacht, dass er etwas gefunden hat, das nicht sein darf oder sein kann. Auf meine Frage, was es denn sei, hat er nur geantwortet, das erkläre ich dir zu einem späteren Zeitpunkt. Ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht richtig erklären, was in Henry gefahren ist. Er war immer auf die Sicherheit von uns allen bedacht. Es gab keine Alleingänge und schon gar nicht ohne Schutzausrüstung. Seht ihr beiden, das meine ich. Was kann passiert sein, dass er alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord wirft? Das ist jetzt nur ein Gedanke. Was ist, wenn etwas passiert ist, dass er es tun musste zu unserem Schutz? Aber ihm ist doch klar, dass wir ihn suchen werden. Ich denke, wir sollten unsere Sachen packen und losziehen. Ja, das sollten wir wirklich tun. Jetzt wird es aber ganz schön eng. Ich gehe vor. In Ordnung, Beatrice. Sei vorsichtig, stoße dir den Kopf nicht. Deswegen haben wir doch die Helme auf. Bilde ich mir das nur ein, oder sehe ich wirklich blaues Licht? Nein, ich sehe es auch. Ist das von fluoreszierenden Pflanzen? Sag du es uns, du bist doch die Botanikerin. Ja, aber blau, die Farben gelb-grün und orange sind eigentlich normal. Aber was erzeugt blaues Licht? Lass es uns herausfinden. Ob es das ist, was Henry gemeint hat? Gut möglich. Eigentlich kann blaues Licht nicht sein. Dann lasst uns mit Vorsicht herangehen. Höre ich da Wasser? Ja, ich höre es auch. Das gehört? Wir sollten uns vom Wasser fernhalten. Ja, wir wissen nicht, was darin ist.
Die Pflanzen hier habe ich noch nie gesehen. Chincha, warte noch mit dem Nehmen von Proben. Wir sollten erst die Höhle weiter erkunden. Wie es aussieht, geht der Weg links auf den Vorsprung weiter. Ja, denke ich auch. Die Blätter der Pflanzen sehen aus wie Federn. Pflanze oder Tier? Gute Frage. Kommt mal hier, ihr beiden. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich glaube, ich träume. Was ist das? Ja, genau. Was ist das? Hier an diesem Steinkreis hängt ein Brief von Henry. Seid bitte vorsichtig. Dieses Dimensionstor geht nur in eine Richtung. Als ich das erste Mal gesehen habe, stand für mich fest, dass ich es erforschen muss. Da ich aber keinen von euch dreien in Gefahr bringen wollte, habe ich mich zu einem Alleingang entschlossen. Wenn ihr allerdings hier steht und diesen Brief lesen könnt, nehme ich an, dass ihr kurz davor seid, mir zu folgen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergehen wird, bis ihr diesen Brief lesen werdet und ob ihr mir dann überhaupt folgen wollt. Solltet ihr euch dazu entschließen, mir zu folgen, bitte ich euch, eure Ausrüstung noch einmal zu überprüfen. Solltet ihr der Meinung sein, euch fehlt etwas, dann dreht um. Wie ihr sicher sehen könnt, habe ich ein Zelt auf der anderen Seite für meine und eventuell eure Ankunft errichtet. Ein Kanister mit Wasser steht darin, ein Solarpanel für den Strom, mit dem das Funkgerät geht. Das zweite Funkgerät habe ich bei mir und immer auf Empfang. Solltet ihr also ankommen, ruft mich per Funk und bleibt dort, damit ich euch finden kann. Solltet ihr mir nicht folgen wollen, kann ich das sehr gut verstehen. Noch einmal, es ist eine Einbahnstraße. Wer dieses Dimensionstor durchschreitet, wird nicht mehr zurückkommen. In diesem Sinne, euer Henry. Meine Ausrüstung ist in Ordnung. Ich gehe als erstes durch. Ich folge dir. Selbstverständlich gehe ich mit euch. Off. Ist das eine Hitze? Oh, mein Kreislauf. Ich muss weg vom Steinkreis. Sonst fallen die beiden über mich. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Auf die Idee, aus den Bioabfällen Treibstoff zu gewinnen, wäre ich nie gekommen. Es war die naheliegendste Lösung. Es wird aber noch eine ganze Zeit brauchen, bis die Tanks voll sind. Das ist egal, und wenn es noch ein Jahr dauert. Bevor du gekommen bist, hatte ich keine Perspektive mehr. Was ich so unglaublich finde, du bist der Einzige, der freiwillig hier ist. Ich habe das Dimensionstor gesehen, da musste ich es erforschen. Das war mein Glück. Henry? Henry, kannst du mich hören? Oh, offenbar hattest du recht mit deiner Vorbereitung am Steinkreis. Beatrice, ich kann dich hören. Bleib, wo du bist, ich komme. Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Ich dachte schon, das Funkgerät funktioniert nicht. Alles in Ordnung, Beatrice, ich komme. Henry, Ende. Was wird jetzt aus mir? Ganz einfach, du kommst mit. Henry, bist du das? Ja, ich bin es, Beatrice. Entschuldige, wenn ich nicht aufstehe. Ich habe noch mit dem Kreislauf zu kämpfen. Das ging uns allen so. Ich möchte dir jemanden vorstellen, Beatrice. Das ist Talia. Talia, das ist Beatrice. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Hallo, Talia. Das ist jetzt sicher eine blöde Frage. Sind wir auf einem anderen Planeten? Das ist keine blöde Frage. Du bist nicht nur auf einem anderen Planeten, sondern auch noch in einer anderen Galaxie. Die Leute nennen das Dimensionstor hier den Steinkreis.
Wie Talia schon festgestellt hat, bin ich der Einzige, der freiwillig hier ist. Sandra und Chincha waren direkt hinter mir. Was ist passiert? Sie sind immer noch nicht ihr. Beim Durchschreiten des Steinkreises gibt es eine Zeitverzerrung. Je nachdem, wo dein Ausgangspunkt war, variiert die Zeit von ein paar Stunden bis zu mehreren Tagen. Wir können erst genaueres sagen, wenn die beiden da sind, wie stark die Zeitverzerrung zu eurem Heimatplaneten ist. Wir können es grob abschätzen. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier. Ein halbes Jahr? Für uns bist du erst 8 Tage weg. Nehmen wir einmal an, ich bin von eurer Sicht aus 8 Tage weg. Für mich ist es ein halbes Jahr, das wären 182 Tage. Das ist ein Faktor von knapp 23. Wobei immer noch nicht gesagt ist, dass die Zeitverzerrung linear ist. Ich bin seit 6 Jahren hier. Ich hätte die Hoffnung schon aufgegeben, hier wieder wegzukommen. Du hattest? Soll das heißen, dass es doch eine Möglichkeit gibt? Ja, dank Henry. In einer klaren Nacht sieht man im Orbit havarierte Schiffe. Wenn nur die Chance besteht, dass dort ein einziges Schiff einen Sprungmotor hat, wären wir gerettet. Ich habe lediglich aus den Bioabfällen Alkohol destilliert. Es gibt hier einen Schiffsfriedhof. Dort hat Talia ein brauchbares Schiff gefunden. Das Problem ist nur gewesen, die Tanks sind leer. Richtig. Und dank Henry können wir jetzt die Tanks auffüllen. Ihr habt vorhin gesagt, die anderen. Werden die anderen nicht versuchen, euch das Schiff wegzunehmen? Doch das haben sie schon versucht. Beatrice, du musst wissen, Talia hat in ihrem Knochenfortsatz am Kopf eine effektive Waffe. Wenn jemand mit ihrem Sekret in Berührung kommt, geht es für ihn sehr schnell zu Ende. Und wie kommt es, dass du dich mit Talia verstehst? Es gibt hier riesige Sandwürmer. Henry ist dort drüben bei den Felsen gewesen. Es war an seinem ersten Tag hier und ein Sandwurm kam auf ihn zu. Es gab einen lauten Knall. Und der Sandwurm blieb liegen. Deswegen machen sie um Henry den gleichen Bogen wie um mich. Die Leute hier sind sehr einfach. Selbst wenn sie das Schiff in ihrem Besitz bekommen würden, wüssten sie nichts damit anzufangen. Talia und ich haben heute den letzten Kanister befüllt. Mehr Treibstoff können wir nicht mitnehmen. Von mir aus kann es morgen früh losgehen. Bei den vielen rostigen Stellen, die das Shuttle hat, frage ich mich, ob es dicht ist. Ich weiß, was du meinst. Das Cockpit kann man dicht halten durch das Kraftfeld. Genau. Und wie ist es dann, wenn wir im All bei den havarierten Schiffen sind? Entschuldige, wenn ich das sage. Aber ihr habt nicht sehr viel Ahnung von Raumfahrt. Talia vorher auch. Wir kommen von einer Welt, die gerade einmal begonnen hat mit der Raumfahrt. Das stimmt. Ein Shuttle wie dieses hier sind wir vielleicht in 100 Jahren in der Lage zu bauen. Ich verstehe. Also es gibt in jedem größeren Schiff mehrere Hangars, die von außen eine Notsteuerung haben. Das ist zur Sicherheit im Falle, die Brücke von etwas getroffen wurde. So können die Shuttles wieder zurück in das Schiff. Einen dieser Hangars werden wir nutzen. Ich werde Energie übertragen und im Hangar ein Kraftfeld aufbauen, das uns dann vor dem Vakuum schützt. Soweit so gut. Reicht der Treibstoff wieder zurück, falls wir nichts finden? Der Treibstoff reicht für mehrere Flüge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einer der Hangarbuchten mindestens eine Yacht mit Sprungmotor finden werden. Ich schlage vor, wir machen die Cockpitscheiben so gut es geht von außen noch sauber. Außerdem sollten wir die restlichen essbaren Pflanzen ernten. Und zu guter Letzt die Destille im Laderaum verstauen. Chincha und ich machen das Cockpit und die Scheiben sauber. Dann ernte ich die Pflanzen. Talia und ich schlagen sie Sonnenzelte ab. Und verstauen die Destille im Laderaum.
Der Start wird jetzt etwas holprig werden. Ich muss uns quasi freirütteln. Das ging aber gut. Ich hoffe, das ist ein Zeichen für unsere ganze Reise. Es wird schon alles gut gehen. Soweit so gut. Der Anflug wird wegen den vielen Trümmern nicht ganz so einfach. Wie kann ich dich am besten unterstützen? Achte einfach auf das Raster. Es kann nämlich sein, dass der Scanner sie erst sehr spät entdeckt. Dann sehen 4 Augen mehr wie 2. Talia, wie kann man so ruhig sein, wenn man weiß, welche Gefahr auf uns zukommt? Haben wir denn eine andere Wahl? Du hast recht. Vorsicht, kleines Trümmerstück auf der rechten Seite. Es wird nur 20 Klicks an uns vorbeigehen. Ich korrigiere den Kurs. Jetzt werden wir es 100 Klicks entfernt passieren. Ich frage mich gerade, brauchen wir Raumanzüge? Die brauchen wir in der Tat. Ein sehr kleines Trümmerstück voraus, 200 Klicks entfernt. Ich passe den Kurs und die Geschwindigkeit an. Es wird unter uns in einem Abstand von 100 Klicks entfernt vorbeiziehen. Beatrice, ich werde mich nachher auf dem Schiff umsehen und uns allen Raumanzüge besorgen. In der Hangarbucht steht ein Transporter. Ist das gut oder schlecht? Das ist mehr als gut. Diese Transporter können von 2 Besatzungsmitgliedern gesteuert werden. Und zur Bordeinrichtung gehören Raumanzüge. Was für Fracht transportieren diese Transporter? Das ist unterschiedlich. Meist haben sie Replikatoreinheiten geladen. Dann hätten wir überhaupt kein Problem. Sind das Kanonen im Hangar? Ja. Werden sie nicht sofort auf uns feuern, wenn wir die Energie einschalten? Dafür hat sie nicht genügend Energie. Ich werde nur Notenergie übertragen. Die Schilde werde ich erst aktivieren, wenn wir im Hangar sind. Ich habe immer gedacht, ich bin mutig. Lass mich raten. Du wärst lieber zu Hause geblieben. Das alles hier ist beängstigend. Oder geht es dir nicht auch so? Oh, doch. Ich lande jetzt. Die Notsteuerung ist aktiv sehr gut. Es wird einen Moment dauern, bis sich die Schilde aufbauen. Die künstliche Schwerkraft lässt sich nicht einschalten. Offenbar ist der Emitter beschädigt. Die gute Nachricht, ich bekomme eine Atmosphäre in den Hangar. Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf die Kraftfelder zuschweben. Beatrice, so weit wird es nicht kommen. Mein Anzug ist schließlich ein Raumanzug, dazu gehören auch Magnetstiefel. Ich gehe vor zum Transporter und schalte von dort aus ein erweitertes Schwerkraftfeld ein. Dann könnt ihr ganz easy rüberkommen. Juhu! Wie mir das gefehlt hat. Dann will ich mal sehen, dass ich das gute Stück aufbekomme. Wer sagt es denn? Das ist der Hammer, der ganze Frachtraum voll mit Replikatoreinheiten. Sprich mit mir. Na also.
Schwerkraftfeldgenerator. Läuft. Henry, ihr könnt rüberkommen. Ihr habt eine künstliche Schwerkraft. Talia, wir sind unterwegs. Soxas Fleisch stark gewürzt. Ob sie damit meinen, dass es scharf ist? Talia sagte, wir sollen von Angaben wie scharf die Finger lassen. Es wären Essen dabei, die so scharf sind, dass man keine Luft mehr bekommt. Es gibt eine Soxas-Suppe extra mild. Oh, bitte nicht! Alles, was mit Soxas oder Tarax zu tun hat, bitte lass die Finger davon. Ich vertrage sehr scharf, aber das ist auch mir zu viel. Talia, bitte lass uns einen Speiseplan anlegen, den wir auch gefahrlos essen können. Terranische Speisen wäre doch eine gute Idee, oder nicht? Oh ja, dann muss man nicht immer das Wagnis mit der Schärfe eingehen. Also ich muss schon sagen, dieser Anzug sitzt wie eine zweite Haut. Wir haben nichts, das nur im Entferntesten an diese Qualität herankommt. Henry, du hast die Simulation jetzt 10-mal wiederholt und keinen einzigen Fehler gemacht. Ich traue dir schon zu, dass du das alleine kannst. Ich habe schon etwas Angst, dass ich den Transporter beschädige. Der Transporter hält unmittelbaren Beschuss aus. So schnell bekommst du ihn nicht kaputt. Sogar gemerkt, dass die Höhe nicht stimmt und selber korrigiert. Ich habe wirklich schon einige Prüfungen hinter mich gebracht. Aber das eben war eine ganz andere Nummer. Das Steuern im Nahbereich ist nicht besonders schwer. Aber das Navigieren über Lichtjahre hinweg ist eine ganz andere Größe. Ich nehme an, du hast dazu Navigationskarten. Aber was ist, wenn du keine Karten hast? Dann muss ich mit dem Scanner an Bord eine Karte erstellen. Leider sind Scanner begrenzt auf 25 Millionen Lichtjahre. Ich verstehe. Dann kannst du also nur maximal 25 Millionen Lichtjahre in unbekanntem Gebiet springen. Richtig. Aber nur in eine Richtung. Die Karte wird ja gespeichert. Stellt sich jetzt die Frage. Ist dir der kartografische Standpunkt der Erde bekannt? Henry, das ist ein Problem. Das, was du mir skizziert hast, habe ich nicht in den Karten gefunden. Gibt es irgendeine Chance, an besseres Kartenmaterial zu kommen? Wir könnten es ja mal auf Celesta versuchen. Die müssten eigentlich umfangreiches Kartenmaterial haben. Mit ein paar Replikatoreinheiten könnten wir unter Umständen einen Handel mit der Stationsleitung machen. Doch, das ist ein Versuch wert. Reicht unser Treibstoff bis dorthin? Das wird uns gleich der Computer sagen. Ja, wir schaffen es bis zur Station. Dort müsste es genügend Bioabfall geben, dass wir mit der Destille die Tanks wieder auffüllen können. Worauf warten wir noch? Mir soll es recht sein. Ich bin immer für ein Abenteuer zu haben. Der Kurs ist berechnet, wir können starten. Werden Sie uns einfach so in die Station lassen? Es gibt sehr viele Stationen wie die Station Celesta. Oft reicht es den Reisenden gerade zur nächsten Station. Das würde ihren Tod bedeuten, wenn sie nicht in der Station aufgenommen würden. Dann gilt es als sicher, dass sie uns aufnehmen? Ja, aber was anderes. Beatrice, wie weit bist du mit dem Erstellen eurer Speisen? Ich wollte mir eine Tomate replizieren lassen. Dabei musste ich feststellen, dass der Replikator nicht einmal das einfachste Gemüse kennt. Sandra meinte, dem Mutigen gehört die Welt.
Aha, das soll heißen? Dass wir eine Soxas-Suppe repliziert haben und ganz vorsichtig probiert haben. Und was soll ich sagen, sie war nur gut gewürzt. Wir haben dann Tarax-Fleisch mit Gemüse probiert. Es hat geschmeckt wie unser Gulasch. Ihr habt was? Ihr könnt. Keiner von uns kann Soxas und Tarax Speisen verzehren. Talia, warum ist es jetzt so etwas Besonderes? Die Soxas und die Tarax sind zwei wilde kriegerische Spezies. Sie beherrschen einen sehr großen Teil der uns bekannten Galaxy. Ein Schiff, das in ihren Raum eintritt, muss mit ihnen diplomatische Beziehungen aufnehmen. Dazu gehört es, mit ihnen ihre eigenen Speisen zu essen. Da dies noch keinem gelungen ist bis jetzt, ist ihr Teil der Galaxy uns vollkommen unbekannt. Können wir diese Tatsache irgendwie nutzbringend für uns umsetzen? Das können wir sicher, wir haben nur kein Schiff, um in ihren Raum vorzudringen. Wir müssen das Trümmerfeld von Antara besuchen. Vielleicht können wir uns dort genug Teile besorgen für ein besseres Schiff. Verlassen des Hyperraums in 15 Parsec. Henry, wir müssen ins Cockpit. Distanz bis zur Station Celesta, 100.000 K-Klick. Transporter XT12678466K bittet um Zuweisung einer Landebucht. Zu welchem Zweck steuern Sie die Station an? Zur Notfallbetankung, unsere Tanks sind fast leer. Ich weise Ihnen im Haupthangar die Landebucht 7 zu. Einen Moment, die Stationsleitung möchte Sie sprechen. Hier spricht Touch. Ich wäre an Ihrem Transporter interessiert. Könnten wir darüber verhandeln? Darüber muss ich mit dem Captain sprechen. Bitte tun Sie das. Henry, wenn der Stationsleiter selbst Interesse an unserem Transporter hat, könnten wir vielleicht ein gutes Geschäft machen. Ich denke, das bekomme ich hin. Nur eine Frage. Warum hast du mich als Captain bezeichnet? Touch ist ein Iridianer. Für ihn hat ein männlicher Captain mehr Gewicht. Oh je. Ich verstehe. Was muss ich noch wissen? Frage ihn nach der Landebucht 27. Dort bewahrt er Schiffe auf, die er von den Vorbesitzern auf die eine oder andere Art erworben hat. Das werde ich gerne tun. Sie müssen der Captain des Transporters sein. Ich hatte Ihrer Pilotin schon gesagt, dass ich Interesse habe, den Transporter zu kaufen. Das ist jetzt aber schlecht. Wir wollen uns hier auf der Station mit einem Käufer treffen. Wäre es möglich, dass ich in den Handel mit einsteige? Wie sieht es mit Ihrem Angebot aus? Eine kostenlose Unterkunft jederzeit, wenn Sie auf die Station kommen. Weiter? Ihr Käufer bietet mehr? Der Transporter ist fast neuwertig. In einem Top-Zustand. Und für einen Sammler, wie Sie es sind, mit Sicherheit ein Juwel in Ihrer Sammlung. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich sage Ihnen, unter welchen Bedingungen ich meinem jetzigen Käufer absage. Sie entscheiden dann, ob Sie das Angebot annehmen oder nicht. Das ist fair. Ich weiß, dass Sie in der Landebucht 27 Schiffe aufbewahren, die Sie von den Vorbesitzern übernommen haben. Ich suche mir ein Schiff meiner Wahl in der Landebucht 27 aus. Meine aktuelle Fracht wird in das neue Schiff übertragen. Des Weiteren bekomme ich 5 dauerhaft kostenlose Wohneinheiten hier auf der Station. Das ist mein Angebot. Nehmen Sie an oder schlagen Sie aus. Das ist sehr teuer. Ich lege noch eine Destille zum Herstellen des Originaltreibstoffs darauf. In Ordnung, Captain. Der Vertrag gilt.
Diese zentrale Ordnungseinheit wird das bestätigen. Das war eine sehr gute Wahl, Touch. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Diese vier sind in der Lage, Soxas und Taraks Speisen zu essen. Sie wissen, was das bedeutet. Im Ernst? Ja, im Ernst. Ich werde 5 VIP-Wohneinheiten bereitstellen. Captain, wann immer Sie etwas brauchen, lassen Sie es mich wissen. Das werde ich gerne tun. Ich hatte ganz vergessen, wie herrlich es ist, jeden Tag duschen zu können. Und das alles verdanke ich Treibstoff aus Abfällen, den du, Henry, hergestellt hast. Talia, von dort, wo ich herkomme, ist es etwas ganz Normales. Es wäre mir recht, wenn du das nicht jedem, den wir treffen, sagen würdest. Du machst dir keine Vorstellungen, wie sensationell das bei uns ist. Abfällen wird bei uns so gut wie nichts Gutes zugeschrieben. Sie werden vom Replikator recycelt und gut ist es. Ich gebe mich geschlagen. Warum sollte ich die schlagen? Das ist nur eine Redewendung. Auch daran muss ich mich bei dir noch gewöhnen. Sie haben eine Nachricht von der Stationsleitung. Die Nachricht abspielen. Die Nachricht wird abgespielt. Guten Morgen, Captain. Ihre Fracht wurde wunschgemäß auf das von Ihnen gewählte Schiff übertragen. Ich habe die erste Cyborg-Crew ebenfalls bereits auf Ihr Schiff bringen lassen. Weitere Crewmitglieder werden von Ihrer Crew mit Replikatoren direkt auf Ihrem Schiff hergestellt. Ich würde mich freuen, wenn Sie nachher mit Ihrer Pilotin bei mir im Büro vorbeischauen. Touch Ende. Nachricht Ende. Talia, erkläre mir bitte nochmal, warum eine Cyborg-Crew so viel besser ist, als dass wir Bewohner von der Station anwerben. Zum Ersten, loyaler als ein Cyborg geht nicht. Er wird auf dich geprägt und wird immer tun, was du von ihm verlangst. Zum Zweiten, Cyborg brauchen keine Nahrung und müssen nicht schlafen. Und zum Dritten, Cyborg sind nie betrunken. Gibt es eigentlich auch weibliche Cyborg? Henry! Ich mag es, wenn du deine Farbe wechselst. Gouverneur, Ihre Besucher sind da. Lassen Sie sie durch. Ich freue mich, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Nun, es klang dringend. Mehr oder weniger ist es das auch. Stimmt etwas mit dem Schiff nicht? Das Schiff ist in trockenem Sand. Dann bin ich beruhigt. Touch, Sie machen es spannend. Worum geht es jetzt wirklich? Bitte nehmen Sie doch Platz. Es gibt so vieles, das ich mit Ihnen bereden möchte. Dann lassen Sie mal hören. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Oh ja, es hat sich über Nacht auf der ganzen Station herumgesprochen, dass hier 4 Bewohner sind, von denen jeder 2 Schüsseln Taraks Fleisch verspeist hat. Offenbar haben sie auch den Soxas Likör ordentlich probiert. Henry, was hast du? Wir haben süßen Likör getrunken. Es hat wie unser Pflaumenschnaps geschmeckt. Was ist? Henry, Soxas Likör ist giftig. Das, was ihn so süß macht, bringt uns alle um. Captain, wie fühlen Sie sich? Ich hörte nämlich, dass Sie mehrere Gläser von diesen Likören getrunken haben. Wie soll ich sagen? Zum einen wäre der Hinweis giftig nicht schlecht gewesen. Zum anderen wissen wir jetzt, dass ich und meine 3 Begleiterinnen es trinken können. Ohne zu sterben. Ich bin sprachlos. Talia, beruhige dich. Es hat geschmeckt wie bei uns der Süßstoff. Offenbar kann unser Metabolismus mehr vertragen als der eure. In meiner Heimat gibt es viele Tiere, die die Speisen der Menschen nicht essen können, weil sie für sie giftig sind. Vielleicht ist es das. Das ist interessant. Soweit meine Erkenntnisse reichen, können selbst die Soxas nur wenig von diesem Likör trinken. Weil es angeblich für sie ebenfalls giftig ist, es gilt bei ihnen als Mutprobe. Ich fühle mich pudelwohl. Was ist pudelwohl? Etwa schon wieder eine deiner Redewendungen? Ja, genau. Soll heißen, ich fühle mich richtig gut. Gut, dann ist das geklärt. Ihr Schiff hat eine technische Spezifikation, die ich mir erlaubt habe zu kopieren. Die Quert ist meines Wissens das einzige Schiff, das diese Technologie besitzt. Legen Sie bitte jeder einen dieser Chips an und stehen Sie bitte auf.
Talia, bitte beruhige dich wieder. Henry, ich rege mich nicht auf, ich bin entsetzt. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder ich selbst bin. Drei Personen zur Brücke der Quert. Energie. Computer, Standardbeleuchtung. Captain, treten Sie vor die Cyborg. Dann sagen Sie, ich bin Ihr Captain. Das ist aber einfach. Könnte das nicht jeder jederzeit sagen? Nein, diese Routine geht nur ein einziges Mal. Danach kann sie keiner mehr benutzen, es sei denn, Sie ernennen einen neuen Captain. Ich bin Ihr Captain. Diese Einheit akzeptiert Sie mit allen anhängigen Einheiten als Captain. Diese medizinische Einheit akzeptiert Sie mit allen anhängigen Einheiten als Captain. Diese militärische Einheit akzeptiert Sie mit allen anhängigen Einheiten als Captain. Sehr gut. Talia, kommst du bitte? Das hier ist die erste Pilotin des Schiffs. Wir akzeptieren die erste Pilotin. Sehr schön. Dann will ich Sie auch nicht länger stören, Captain. Eine Person zur Stationsleitung. Energie. Ihr werdet sehen, diese Quartiere sind größer als die VIP-Einheiten der Station. Im Augenblick ist noch kein Quartier vergeben, ihr dürft also wählen. Ich lasse euch beiden den Vortritt. Oh ja, vielen Dank, Beatrice. Ich danke euch ebenfalls. Das wirkt jetzt schon beim Hineinschauen viel größer. Auf der linken Seite neben dem Fenster ist der Replikator. Er wird euch alles replizieren, was ihr braucht. Dieser Replikator kann mehr als nur Nahrung herstellen. Beatrice, dann gehen wir eine Schleuse weiter. Captain selbst nach mehrmaliger Überprüfung und Überprüfung des Systems selbst, kommen wir zu dem Schluss, dass etwas Unbekanntes 2% der Antriebsenergie schluckt. Wie ist das möglich? Wir nannten das auf der Erde, wenn Batterien sich selbst entladen haben, den Vampireffekt. Was ist bitte ein Vampireffekt? Das ist, wenn Energie aus unerklärlichen Gründen verschwindet. Ich habe jetzt alle Leitungen überprüft. Direkt am Hauptantrieb unmittelbar zum Knotenpunkt geht die Energie verloren. Können wir die Außenhülle prüfen, ohne dass wir unter Hypergeschwindigkeit gehen müssen? Ja, das ist möglich. Ich richte die Scanner nach hinten aus. Ein kleines Shuttle hat sich an die Außenhülle angeheftet, unmittelbar unter dem Hauptantrieb. Ich würde unmittelbar die Taktik informieren. Sie sollen es entfernen. Moment. Lassen Sie uns doch erst nachschauen, warum dieses Schiff dort ist. Vielleicht ist es eine unglückliche Seele, wie die auf Duox durch das Dimensionstor kommen.
Ich verstehe. Brücke Antarktik. Unterhalb des Hauptantriebs hat sich ein Shuttle angeheftet. Entern Sie es und bringen Sie die Besatzung in den Arrestbereich. Der Captain wird Sie dort treffen. Wir sind unterwegs. Danke, Erster. Sie haben wieder die Brücke. Talia, begleitest du mich? Verstanden, Captain. Ja, sicher, ich bin ebenso neugierig wie du. Keinen Schaden, ich angerichtet. Ist wie aus Brunnen trinken, für alle genug da. Mann aus Eisen, du mich nicht festhalten dürfen. Ich mehr Wien bin, die dich dir schlagen vor. General, wen haben wir hier? Es nennt sich Merwin, wenn ich es richtig verstanden habe, schlägt es uns einen Handel vor. Danke, General. Talia, kennst du die Spezies? Nein, ich habe diese Spezies noch nie gesehen. Ich Merwin bin, du Captain von Schiff. Deal wir machen, ist wie alle trinken aus Brunnen. Keinen Schaden Merwin angerichtet hat. Ein Deal? Wie soll der Deal aussehen? Merwin geben dir das Geheimnis von Unsichtbarkeit. Und von Trinken aus Brunnen. Das Geheimnis der Unsichtbarkeit? Und das Trinken aus dem Brunnen? Warum hast du von unserem Brunnen getrunken? Merwin leer, warten lange Zeit. Denn du kommen, ich mach unsichtbar und trinken von deinem Brunnen. Du meinst eine Tarnvorrichtung und Energie absaugen aus einem anderen Schiff. Trinken von alles, was Energie hat. Talia, was sagst du dazu? Eine Tarnvorrichtung und etwas, damit wir von überall Energie absorbieren können. Das wäre der Wahnsinn. Merwin geben euch, ihr lasst Merwin gehen. Ich werde dir einen Ingenieur schicken, dem wirst du das alles erklären. Wenn er sagt, er ist zufrieden, darfst du gehen. Ich gebe dir sogar genügend Energie, dass du nach Hause kommst. Guter Deal. Ich habe den Auftrag, mir die Spezifikationen deiner Tarnvorrichtung und deines Energieabsorbers anzusehen. Mann aus Eisen. Schwer zu erklären ist. Ich dir zeigen muss am Computer. Ich bringe dich zu einem Computer. Gute Idee, Mann aus Eisen. Ich passe das virtuelle Terminal auf deine persönliche Spezifikation an. Danke. Mann aus Eisen. Ich denke, so müsste es passen. Gut. Merwin beginnen trinken aus Brunnen. Ich verfolge deine Eingaben in das Terminal. Dieser Ansatz ist äußerst interessant. Woher bekommen wir den Kristall? Merwin, zeigen dir, wie man wachsen lässt Kristall. Ganz einfach ist. Nun jetzt, wo ich es sehe, ist es einfach. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, es so zu machen. Merwin, gestrandet auf Mond. Nur noch wenig Energie haben. Entstanden aus Not. Nun zeigen, Unsichtbarkeit. Ich bin sehr neugierig darauf, wie du es machst. Merwin, gerade geschafft weg von Mond. Dann großes Schiff von Tarax. Merwin, verstecken sich in Asteroidenfeld. Tarax-Schiff bleiben, Merwin sitzen wieder fest. Mann aus Eisen, du musst wissen, Tarax leben alle auf viele Schiff, keinen Planeten haben. Gewaltige Schiffe, man denkt ein Planet kommt. Kleines Shuttle von Merwin, nur kleiner Käfer, keine Chance. Merwin haben Idee mit Phase. Interessant, eine Phasenverschiebung. Theoretisch können sie uns nicht einmal mit ihren Waffen etwas anhaben. Mann aus Eisen, du haben richtig erkannt. Merwin, haben eine Frage. Welche? Merwin, möchte ich auf Schiff bleiben, hier bei dir und bei Captain. Merwin, kann nützlich sein, treiben sich nur von Mond zu Mond. Ich werde mit dem Captain sprechen. Danke, Mann aus Eisen. Zweiter, im Botaniklabor darf die Beleuchtung nicht ohne meine Erlaubnis gedrosselt werden. Das von mir eingerichtete Zeitintervall muss so bleiben, wie es ist. Nur so ist gewährleistet, dass wir ein maximales Wachstum der Pflanzen haben. Die Bedeutung der Beleuchtung war mir nicht bewusst. Ich werde allen Einheiten ihre Anweisung weitergeben.
Captain, Mervyn hat eine beeindruckende Leistung vollbracht. Unser Schiff verfügt jetzt über die gleiche Spezifikation der Tarnung und der Energieaufnahme. Das ist eine sehr gute Nachricht. Da wäre noch etwas, Captain. Mervyn hat mich gefragt, ob er bei uns auf dem Schiff bleiben darf. Er möchte sich in die Crew eingliedern. Mervyn, ist es wirklich dein Wunsch? Ja. Mervyn will an Bord bleiben, zum Schiff gehören möchte. Mann aus Eisen sagt, du kannst das entscheiden. Ich biete dir einen Platz bei der Technik an. Was meinst du dazu, Mervyn? Mervyn findet deine Idee gut. Deal. Mervyn gab mir des Weiteren Informationen über die Tarax. Die Tarax besiedeln keinen Planeten, sie leben nur auf riesigen Schiffen. Wörtlich meinte Mervyn, man denkt, es kommt ein Planet auf einen zu. Interessant. Mervyn, lass uns zusammen etwas essen, dann kannst du mir mehr über die Tarax berichten. Essen immer gut,